Hallo meine Lieben und schön, dass ihr auch bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute möchte ich euch gerne zeigen, dass man auch auf schwarzem Papier embossen kann. Und zwar werden wir heute eine schnelle, einfache Trauerkarte machen. Und zwar diese hier. Und was wir dazu benötigen, werde ich euch jetzt zeigen. Und zwar als erstes natürlich wieder ein Kartenrolling. Wir werden uns ein schwarzes Papier zurechtschneiden. Wir brauchen Stempeln. Wir brauchen ein Band mit dazu passenden Schleife. Die habe ich natürlich schon vorbereitet. Stempelblock, Embossing-Pad und Pulver, Klebematerial, Schere. Und dann würde ich sagen, wir starten los. Als erstes werden wir uns gleich mal das schwarze Papier zurechtschneiden. Und auch das werden wir in der Größe 10,3 mal 14,5 einem Hebelschneider, der kann zur Seite. Und als erstes werden wir gleich mal embossen. Und zwar brauchen wir diesen Stempel hier. Das werde ich mir hier gleich mal so ein bisschen zurechtlegen. Dann brauche ich wieder mein Embossing-Pad und mein Pulver. Gehen wir her. Wir drücken das wieder hinein, so. Das ist schön. Feucht ist. Sagen hier so her einen schönen Abdruck machen, schön überall gleichmäßig drücken. So, dann werden wir jetzt gleich mal als erstes das Embossing-Pulver drauf geben. Diesmal nehmen wir ein Kupfer. Schön schauen, dass überall was drauf ist. Perfekt. Wieder zurück in das Döschen. Aber wir werden auch gleich unseren Spruch draufstempeln. Dann können wir das als alles auf einmal embossen. Den lege ich mir hier jetzt so an, so wie ich ihn haben möchte. Nehmen wieder meinen Stempelblock. Drücke das hier wieder so rein und da werdet ihr auch sehen, auch Sprüche kann man embossen. So lege ich mir hier so gerade hin.
Abdruck machen. Gleichmäßigen Abdruck versuchen hinzubekommen. Das können wir zumachen. Auch hier geben wir dann gleich noch das Pulver drauf. Wenn ich hier was habe, wo ich sage, das ist mir zu viel, das können wir mit dem Pinsel wieder ablösen. Pulver geben wir gleich wieder zurück. Werden wir es gleich embossen mit dem Embossingföhn. Wie ihr seht, auch auf schwarzem Papier gut geeignet. So, jetzt schneiden wir uns hier noch ein Bändchen ab. Versuche ich ungefähr die Farbe. So, da gehe ich jetzt her, lege es mir an, drehe es mir um, nehme mir so ein doppelseitiges Klebeband, einmal auf dieser Seite. Fixieren. Das schneiden wir ab. Auf der gegenüberliegenden Seite dasselbe. Ich gucke, dass wir das hier gerade haben. Auch hier mache ich mir ein Stück doppelseitiges Klebeband drauf. Schneide ich wieder ab. So. Ich gehe dann meistens her, dass ich das Band ein bisschen fixiere. Nehme ich mir noch so ein Dimensional, so einen Klebepunkt. Den mache ich mir genau hier so hin und drücke mein Bändchen ein bisschen nach unten, damit es ein bisschen haftet. Dann nehme ich mir meine vorbereitete Schleife, nehme ich mir auch einen Klebepunkt, drücke mir die Schleife gleich rauf. Und dann setze ich mir die Schleife dahin, wo ich sie hinhaben möchte. Jetzt brauche
brauchen wir noch einen Kleber. Die befestigen wir jetzt auf unserer Karte. Somit haben wir eine schnelle, einfache Trauerkarte gemacht. Die noch mal von innen ein bisschen drüber, dass es auch sicher hält. Und somit ist die schnelle Trauerkarte fertig. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich unten in den Kommentaren. Alles weitere, wo ihr die Sachen wie das Embossingpulver, Pads und das alles bekommt von der Simone, werde ich euch wie immer unten in der Infobox verlinken. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, meine Lieben. Tschüss.